Die Stahlwerkstatt wird präsentiert von Stahlwerk. Yippie-yay-yay. Werte Freunde und Freundinnen der schweißtechnischen Unterhaltung, wir bauen wieder was Feines. Natürlich, wir sind zurück auf dem YouTube-Parkett. Und nicht nur, dass das eine DIY, ich baue mir einen Schweißklapptisch-Folge ist. Nein, das ist auch eine Gewinnspielfolge. Gewinnspielfolge gleich zu Anfang erwähnt. Ich erkläre euch kurz, wie es funktioniert. Ihr kommentiert ein einziges Mal, bitte keine Mehrfachkommentare, denn das führt leider zur Disqualifikation. Nur ein Kommentar mit dem Hashtag Stahlwerk. Jungs und Mädels, viel Erfolg, viel Spaß in der Folge und wir bauen den Klapptisch in 3, in 2, in 1. So, die Madame ist wieder schön glatt. Kann man auch jetzt benutzen. Alte Platte wird gepimpt. So ist der Plan. Die ist jetzt sauber. Tue ich mir jetzt auf Seite und kümmere mich um den restlichen Zuschnitt. Also auf Seite mit der Platte und ran an die Einzelteile. Wie wir die hergestellt haben, haben wir gesehen. Ganz klassisches Drehteil, ein ganz kleiner Zapfen. Wo der montiert wird, das zeige ich euch. Am Ende des Tages eine ganz einfache Sache. Sind schön präzise geworden. Sinn einer Drehbank tatsächlich. Das sind übrigens die Bodenplatten, die wir brauchen, um unsere Zapfen aufzunehmen. Ich erkläre euch jetzt mal ganz kurz, was wir hier liegen haben, damit wir einmal verstehen, wie dieses Gelenkärmchen überhaupt zustande kommt. Also einmal ganz kurz auf die Teile geschaut. Die kennen wir schon. Zapfen haben wir gesehen. Das sind die Kollegen, die in den Lagerbock aufgenommen werden. Das gewährleistet, dass wir unseren Tisch später bewegen können. Diese Zapfen werden wiederum auf ein Deckelchen geschweißt. So wird das aussehen. Gut. So, wie kommen die jetzt darauf, so einen Klapptisch zu bauen? Kann ich euch sagen, ist eine relativ einfache Kiste. Ich habe diesen Platz nicht zu Hause und habe mir den Tisch an die Wand gedübelt. Immer wenn ich ihn brauche, hole ich ihn runter. Der steht schön sauber. Man muss ein bisschen aufpassen mit den Maßen, sauber ausrichten, so dass der gerade steht. Aber durch die einstellbaren Füße ist das easy wie Kindergeburtstag. Klar ist, Wand, Schweißtisch, die vorderen Füße, die quasi in den Raum ragen. Und einmal die Klappfunktion, sodass wir den Tisch hier oben parken können. Das ist der Plan, denn wir wollen diese Fläche wieder nutzen. Das allererste, was wir brauchen, ist den Anschluss an die Wand. Der sieht ganz einfach aus.
einfach eine Konsole, jetzt gerade mit Magnetschweißhilfe. Die bekommt zwei Bohrungen. Diese werden an die Wand gedübelt. Ist die Konsole für links und für rechts schon erledigt. Genau so sieht das aus. So stelle ich mir das vor. Ist ein Mockup. Einmal kurz ein Testaufbau, damit wir hier genau sehen können, was da passiert. Also dieses 80er Röhrchen ist über zwei Bolzen mit dem Lagerbock verbunden. Dieser Lagerbock sitzt auf zwei Konsolen. Die haben hinten ein Blech mit zwei Bohrungen und das wird an die Wand gedübelt. Durch die Entfernung zur Wand bekommen wir das Gewicht des Tisches Richtung Wand. Ja, wir müssen also hier nicht zu eng an die Wand, sondern lieber ein bisschen weiter weg, damit, wenn der Tisch oben ist, damit er da auch bleibt und uns nicht wieder entgegenkommt. Natürlich müssen wir den oben irgendwo sichern. Mit einem Kettchen, mit einem Karabinerhaken, irgendwas fällt uns da schon ein. Auf dieses 80er Rohr kommt quasi die Platte des Schweißtisches. Ganz, ganz simple Konstruktion. So, jetzt wissen wir, wie unser Bauteil aussieht. Jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen uns eine der bereits abgereinigten Platten, zeichnen da die Position für unsere Welle oder unseren Zapfen an und schweißen diesen in die Mitte. Die Platte ist 80x80, genauso wie das Rohr. So haben wir das Gelenk schön in der Mitte sitzen. Schweißen werden wir das WIG. Das macht hier am allermeisten Sinn. AC-DC Cut 200 ST. Wir werden die beide WIG schweißen, aber mit zwei verschiedenen Techniken. Warum? Weil ich gerne möchte, dass ihr verschiedene Techniken auch kennenlernt. Den einen werden wir pendeln. Ja, wir heften den kräftig ab und pendeln dann eine Kehlnaht unten um den Zapfen herum. Den anderen werden wir, Achtung, bei gleichen Parametern um die 120, 130 Ampere Stromstärke, den werden wir nur tupfen. Das heißt, gleiche Einstellungen an der Maschine, aber zwei unterschiedlich aussehende Nähte, damit ihr einmal seht, was man mit gleichen Einstellungen alles so anstellen kann. Lange Rede, kurzer Sinn, Schweißgerät an, Heften ist angesagt, damit wir hier ein bisschen Fortschritt machen. Maschine an, Blick vorne drauf, WIG schweißen möchten wir. DC-Modus ist für S235, unlegierter Baustahl. DC-Modus ist in Ordnung. Ich schweiße Viertakt. Stromstärke. Ich habe es auf Cut gestellt, ne? Habt ihr gesehen? Ist aber nicht Cut, es ist WIG. Stromstärke 130 Ampere. Wie eben erwähnt, bleiben wir bei. Den Gasvorlauf 1,25 Sekunden. Die Stromabsenkung, es ist normaler Stahl, die reicht mir bei 2,5 und ein Nachlauf von 3, das ist schon genug. Das nächste, was wir machen, ist Argonflasche auf, damit das Gas auch vorne ankommt, denn sonst gibt es Poren. Einstellen auf 10 Liter die Minute, das ist schön gesund. Jetzt kümmern wir uns um unsere Wolfram-Elektrode. So. Jetzt gucken wir uns einmal die Elektrode an. Ihr seht, da ist eine klitzekleine Kalotte drauf. Bedeutet, wir schleifen die erstmal sauber an. Ich hätte die gerne schön scharf und nehme 22,5 Grad als Schliffwinkel. Ja, wird immer voller. Schön scharf muss es sein. Schön scharf, wenn es schmerzt, dann ist sie gut. Alles andere ist noch nicht so weit. Ist eine WL15 Lantan 1,5% und somit eine goldene. Ja, eine goldene, damit starten wir. Ich richte einmal den ersten der beiden Zapfen aus und dann wird mit den eben eingestellten Parametern geheftet. 100 Gramm reicht, gibt nicht so viel Power drauf, ne? Also, Helm schweißen. Ich nehme irgendwas zwischen 10 und 11 als Abdunklungsstufe, das reicht mir. Handschüchen,
Erstmal abheften, das machen wir mit beiden und dann schauen wir uns an, wo wir tupfen und bei welcher wir pendeln. Anlüften, immer gut und ziemlich zügig. Erst die eine, dann die andere. Ja, 130 ist okay. Allzu dick soll sie nicht sein. Absenken, Gasnachlauf, erledigt und ab nach gegenüber. So, die Schraubzwinge verhindert hier Verzug, das heißt einfach zügig abarbeiten. Keramik lege ich auf. Magnetventil der Maschine, ja, kann man immer hinhören, dann hört man, wenn es schließt. Geheftet ist es, ist ein bisschen Temperatur drin. Naja, wenn es sich verzieht, dann kann es das auch mit der Schraubzwinge, denn die Schweißnaht zieht quasi die Schenkel des Bleches hoch. Können wir jetzt hier nicht verhindern. Schön wäre, nochmal in die Drehbank einspannen und den Boden abplanen. Aber so genau muss es nicht. Also kühlen lassen und dann den nächsten heften. 23,86. 23,5. Und gleiches Spektakel. So, die erste wird getupft. So, die nächste wird gependelt. We'll be right back.
Maschine aus. Schweißnähte anschauen. So, Nummer 1. Getupfte Naht. Ja? Ist noch ein bisschen warm. Deswegen nehme ich hier die Kombizange mal zur Hilfe. Naja, Tropfen für Tropfen setzen. Ja, sieht dann so aus. Kann man machen. Schöner ist die Madame. Die gependelte gefällt mir besser. Die hat aber auch ihre Nachteile, denn sie bringt viel Wärme und mit der Wärme kommt der Verzug. Genügsamer, was den Verzug anbelangt, ist ganz klar die getupfte Naht. Die ist aber nie so regelmäßig. Ich bekomme die nie so regelmäßig hin wie die gependelte. Das ist einfach, weil ich ein fauler Hund bin. Ja, ich lege das Ding ab und ist mir lieber. Also wie gesagt, die Optik gefällt mir besser. Allerdings muss man hier mit Verzug rechnen. Wenn man das im Chrom-Nickel-Bereich macht, schwer. Schwer, da lieber fast lieber verlaufen lassen. Ja, am besten so wenig Zusatzwerkstoff wie möglich und ganz, ganz kleine, dünne Strichraupen. Denn gerade bei Chrom-Nickel wollen wir diese ganze Energie nicht haben. Nichtsdestotrotz, unsere beiden Teile sind fertig. Jetzt kümmern wir uns darum, diese an das Rohr anzuschließen, was später in den Lagerböcken landet, um die Kippfunktion herzustellen. Also Rohr auf den Tisch und die nächste Schweißnaht. Und wie geplant kommen die gerade geschweißten Zapfen, einer links und einer rechts. Und jetzt machen wir Folgendes. Kennen wir? Elektroden schweißen. Weil wir das so selten tun, wollen wir das heute mal so durchführen. Einfach mit der Elektrode. Dafür nutze ich natürlich unsere hauseigenen. Ich gehe auf 2,5 mm. 2,5, weil ich pendel sowieso ein bisschen, will eine recht flache Naht haben. 4 mm, 5 mm, 3,2 wäre noch eine Option. 3,2 wäre noch eine Option. Wir gucken mal. Wir fangen an mit 2,5. Wenn wir mehr Schweißgut benötigen, können wir uns noch umentscheiden und zu einer Elektrode greifen, die einen größeren Durchmesser hat. Anklemmen, das ist unsere Elektrodenzange. Wir kommen vom Wigschweißen. Jetzt überlegen wir uns eine Sache. Wigschweißen, wir haben geschweißt im DC-. DC- ist also unser Schlauchpaket. Das bedeutet, dass die Masse gerade am Plus angeschlossen ist. Jetzt schalten wir das Gerät einmal um auf MMA, nehmen den nächsten Steckplatz, denn das ist der Minuspol und der Minuspol ist das, was wir wollen für unsere E6013. Das war's schon. Immer einmal oben das Lämpchen anmachen, DC Minus, Plus und wiederum Minus, wenn wir auf MMA geschaltet haben. Und jetzt geht's los, ausrichten und heften. Eine Sache machen wir, wir schauen uns die Elektrodenpackung an. 2,5 mm haben wir uns ausgesucht und rechts daneben steht, dass die verarbeitet werden bei 60 bis 90 Ampere. Ich mache immer das Gleiche, ich gehe in die Mitte. 70, 75, da sind wir, das passt. Stellen also unsere Stromstärke auf 70 ein und beginnen mit der Hefterei. Diameter 2,5. 60 bis 90, 75 wäre die Mitte. Eine Sache dürfen wir nicht vergessen, wir haben ordentlich Rauchentwicklung bei Schweißen mit der Elektrode, deswegen saugen wir natürlich ab. So, wir haben gesagt ungefähr die Mitte, das wären 75, da bleiben wir auch und passen an, wenn wir es für nötig halten. Der Sägeschnitt ist gerade. Das Rohr ist parallel. Jetzt haben wir das natürlich zehntelgenau. Das sollte reichen, denn unsere Lagerböcke können tatsächlich einen kleinen Winkel aufnehmen. Da werden wir keine Probleme kriegen. Es ist vorbereitet, wir können heften. So, auf geht's. Das war's. So,
Die Madame ist vorbereitet. Schlacke einmal abklopfen und heften kann man ohne, aber schweißen tue ich mit Trennspray, auch wenn das meine Werkbank ist, die, ich sag mal, so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird, möchte ich nicht zu viel schleifen, deswegen kleister ich mir den Tisch ein. Muss man das eigentlich schütteln? So, so viel muss es nicht sein. Ein bisschen, das reicht mir. Druckdosen aus dem Arbeitsbereich. Funkenflug und Spritzer. Freunde, eben ist es schon passiert. Kleines Pickelchen auf der Welle. Das darf nicht sein, denn dann passt die Madame nicht mehr in den Lagerbock. Jetzt mache ich Folgendes. Ich nehme die Grippzange, mache mir hier ein 50er Alurohr drauf, schieb das drüber. Fertig ist der Lack, Welle ist geschützt. Jetzt wird geschweißt. Ich mache diesmal 90 Grad und auf geht's. So, das hat geklappt. Die Seite ist fertig. Gleich auf der anderen Seite weitermachen. So, Schutz kann weg, das hat geholfen. Nähte einmal abreinigen. Das ist Nummer 1, das ist Nummer 2. Pickelchen. So, da siehst du mal zwei unterschiedliche Nähte, ne? Die gependelte Wicknaht und eine Elektrodennaht. Beide Nähte ganz vernünftig, das reicht. Jetzt ist der Arm, so nenne ich ihn jetzt mal, ist fertig. Jetzt kümmern wir uns um den Wandanschluss. Ja? Kehlnähte und auch die machen wir mit der Elektrode. Konsolen auf den Tisch gebracht, ja, quasi der Wandanschluss. Jetzt wollte ich aber eine Sache noch mal sagen. Ich habe hier die Grippzange, die habe ich zweckentfremdet. Wer das noch nicht kennt, das ist zum Ausrichten und Heften von Rohren. Sollten etwas länger sein als das hier, aber das ist der eigentliche Verwendungszweck. Das nur als Nebeninfo, ja. Konsolen schweißen, auch mit Elektrode. Deckelchen on top. Gebohrt haben wir. Jetzt vereinen wir Teil A und B und C durch Schweißen mit einer Elektrode. Moped an, auf geht's.
Da sind wir. Da sind wir. Da sind wir. Und jetzt machen wir zack, zack, weil ich ein bisschen gespannt bin. So. Und so. Und so und so. Es hat geklappt. Es klappt dich. Position aussuchen und bohren, das machen wir gleich. Wir gehen ungefähr ganz genau bis nach vorne. 20 mm. Alleine das finde ich schon sexy, ja? Der ist ungerade, siehst du das? Ja. Der ist nicht gerade drauf. Aber hör mal, wie schnell willst du diesen Tisch drehen? Ich will damit wegfliegen. Ja gut, der macht am Ende des Tages den hier. Ne? So, es ist alles da. Jetzt müssen wir das nur so ummodeln. Was machst du da? Geheimnis? Geheimnis, Junge. Rücken-TV, kennst du doch. Hier. Hast du verstanden? Freunde, das ist klar. Jetzt brauchen wir natürlich auch klappbare Beine. Wir zweckentfremden. Wir zweckentfremden und zwar nehmen wir uns dafür eine Torangel. Ist tatsächlich eine sehr massive Geschichte. M20. Diese Platte, 80x80, habe ich abgeerntet aus einem der Beine. Jetzt nehmen wir uns die im Lieferumfang enthaltene Senkkopfschraube und denken uns, Schraube in den Tisch, Platte aufgesetzt. So, ich knall die jetzt nicht an. Da hätte ich gerne, dass unsere Torangel drankommt. Und das stelle ich mir ungefähr so vor. Einfach aufschweißen. Ja. Jetzt sehen wir uns dieses Beinchen und schweißen den Bolzen hier an. Ja, natürlich wird der abgelenkt. Wir brauchen ungefähr, ich sag mal, 5 Gewindegänge. Andreas Säge, kennst du den? Ja, Andi Säge. Ich würde direkt heften. Ein paar sehr schöne Nähtchen. Zack, auf Seite, die sind nämlich wirklich warm. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt kommt der letzte Akt. Der letzte Akt, da machen wir auch gar nicht so viel Zinnober drum. Wenn ich ihn hier stehen lasse, dann seht ihr nichts, ne? Ich hypnotisiere mich gerade selber, ich schweiß das weg. Gib dir mal ein bisschen Zucker, 127. Das ist gut. Ja, Zink ist ab. Das ist gut. Können wir nämlich nicht gebrauchen. So, der zieht jetzt wahrscheinlich. Der zieht jetzt wahrscheinlich wie die Hölle. Zum Glück haben wir all das neue Werkzeug, ne? Thank you.
freue mich über jede Naht, immer wieder. Das ist so. So, geht los. Wo sind wir denn? Ich gebe dem oberen Tröpfchen, halt ab und zu unten mal rein, schön verteilen. Material ist dick genug, 143 Ampere Stromstärke. Kannst du das sehen, Björn? Das ist schön. Und auf Wiedersehen. Gott, ist das heiß. Also ich wäre schwarzer geworden, ne, wenn das nicht mit der Temperatur so hoch wäre. Klingt auch noch gut. Klingt gut und Sinn der Sache, spart Platz. Spart Platz hier in unserer 250 Quadratmeter Halle, wo ich hier von 25 Stück aufstellen kann, macht das natürlich nur wenig Sinn, es sei denn, ich will unbedingt diesen Spot haben, wo ich meinen Schweißtisch hochklappen kann. Zu Hause aber, mir persönlich stehen da 30 Quadrat Werkstatt zur Verfügung, kann man sagen, ja, ist schon ordentlich, ist nicht so viel. 30 Quadrat ist gar nicht so viel, die Drehbank hier, die Säge da, noch eine Fräse und ein Schweißgerät, eine normale Werkbank und noch ein Schweißtisch. Ich bin ganz glücklich darüber, wenn ich mir diese 1,20 Meter mal 80 aus dem Weg räumen kann. Und das mit relativ wenig Arbeit, relativ. Einen Querriegel, an dem wir die Platte befestigt haben und die beiden Konsolen, die mit den Lagerböcken, die man überall ganz günstig bekommen kann, mit der Wand verbunden sind, ja, funktioniert. Klapptisch für wenig Raum. Für wenig Raum für die Garage. Klapptisch runter, ich kann arbeiten, Auto steht draußen. Klapptisch wieder hoch, Auto kann wieder rein. Der Winter ist gerettet. So, Schweißtisch abgehandelt. Jetzt das Allerwichtigste für diesen Abend ist, startet mit den Kommentaren. Einmal Hashtag Stahlwerk reinschreiben und ihr nehmt an der riesigen, an der gigantisch großen Verlosung von 100 Preisen. Muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen. 100 Stück ist eine richtige Ansage. Sind wir ehrlich, ist eine richtige Ansage. In der Videobeschreibung steht, was man so gewinnen kann. Ganz großes YouTube-Kino. Jetzt nochmal die Wiederholung. Start mit dieser Sendung, mit Ausstrahlung dieser Sendung startet das Gewinnspiel. 100 Preise bis Sonntag 12 Uhr. Warum? Mein Geburtstag. Mein Geburtstag. Ihr werdet belohnt. 12 Uhr ist finito. Ab dann wird ausgelost und am Abend 18 Uhr, 20 Uhr, je nachdem, wie schnell wir sind, werden die Gewinner preisgegeben. An alle, ich wünsche euch ganz viel Erfolg, dass ihr an meinem Geburtstag hübsch und reich von Stahlwerk beschenkt werdet. Viel Spaß und wir sehen uns wie immer in der nächsten.